Torzu, Amirat Lokas. Rise, rise, quoth Amir Yalopan. There is no death for you. Ja, huhu, Leute, ich bin Flascher, willkommen zu Let's Play Doom 3. Die heutige Episode startete mit einer kleinen Cutscene und wir haben eine neue Gegnerart gesehen. Die werden jetzt in diesem Level neu sein und auch für den Rest des Spiels immer wieder vorkommen. Das waren Kommando-Zombies, also Kommandosoldaten sozusagen. Die sind viel größer und stärker und schneller. Die gibt es in zwei verschiedenen Formen. Im Prinzip sind die in Doom 3 auch neu, außer die zweite Form, auf die wir später treffen werden, die gab es im Prinzip so in einer ähnlichen Art auch schon im Doom 2. Werden wir aber dann sehen. Wir sind auf jeden Fall im Level Monorail Facility Transport. Im Prinzip muss ich nicht viel dazu sagen, worum es in Monorail hier geht. Es geht halt darum, dass man... Oh, wieder ein Flüstern. Dass man mit dieser Bahn in der USC Mondbasis oder der Marsbasis hier im Prinzip rumfahren kann. Ist irgendwie klar. Und wir können hier kaum was nehmen, weil alles voll ist. Und wir können auch direkt mal das erste PDA nehmen von Sam Harding. Geht also direkt antiklimaktisch los mit einem mit einem PDA. So, das ist ein Engineer, also ein Ingenieur, der hat auch ein Audiolog und drei E-Mails, die ich mir mal eben schnell durchlese und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder also. Die erste E-Mail von James Torbin geht hauptsächlich darum, um diesen James Torbin, der ein bisschen Angst hat, denn er hat gesehen, wie einige Leute irgendwelche Artefakte in den Delta-Komplex gebracht haben und nicht in irgendwelchen Transportcontainern, sondern einfach mit der Monorail. Die hatten die Artefakte einfach in der Hand und sind mit der Monorail gefahren und das fand er schon irgendwie ein bisschen komisch. Und generell überhaupt zu wissen, dass hier auf dem Mars Artefakte gefunden worden sind, das heißt, dass es hier irgendwelche Alien-Ruinen oder mal irgendeine Zivilisation gegeben haben muss, hat ihn schon irgendwie so ein bisschen Angst gemacht und er wollte hier einfach nur Bescheid sagen. Und dieser Karl Cullen hat einfach nur gefragt, weil hier dieser Sam Harding ist ja ein Ingenieur, ob er irgendwelche Dinge an der Turret Gun reparieren kann, weil die andauernd irgendwie am Rattern ist. Und hier Sam Harding hat dann geantwortet, ja, er hat schon bereits repariert und es geht jetzt wieder alles. Naja, hören wir uns aber mal das Audiolog an, Magnetic Lock Repairs. This is the audio log of engineer Sam Harding, dated April 5th, 2145. I have just completed repairs on the magnetic locks and have significantly reprogrammed the pressure sensors on the monorail systems. My fellow engineers and I are confident that the accident of last week will never happen again. The accident should never have happened in the first place. The internal sensors led the computers to believe that there was a vacuum inside the vehicle. Unfortunately, the computer decided that the only way to fix this pressure discrepancy was to open all doors in an attempt to equalize pressure with the outside. Going over 15,000 lines of code today, I can see no reason for this tragic event to have occurred. But somehow, the logs show the discrepancy is clear as day. Honestly, this looks to me like another case of a solid system going to hell in a handbasket. I'm confident that the layers of protection I added to the code today will prevent any such occurrences from happening again. I'm off to meet engineer Jim Torbin at the access doors to the Delta Complex platform to try and troubleshoot a faulty track sensor that's been causing the door to stick. Naja, so. Das war im Prinzip ein Log mal wieder über einen Unfall, der passiert ist. Und zwar gab es anscheinend einen Fehler im Code von dieser Monorail. Und zwar hat der Computer gedacht, in der Monorail selbst ist ein Vakuum, was natürlich nicht stimmte, und hat dann entschlossen, dass die einzige Möglichkeit, dieses Vakuum zu umgehen und für einen Druckausgleich zu sorgen, ist, alle Türen zu öffnen. Wenn man jetzt natürlich auf dem Mars damit rumfährt und der macht auf einmal die Türen auf, ist man natürlich sofort tot. Und so ist es halt zu diesem Unfall gekommen und der ist jetzt 15.000 Zeilen Code durchgegangen, hat es jetzt verbessert und jetzt sollte es wieder einigermaßen besser klappen. Naja. Hoffen wir mal, dass es auch klappt, denn sonst sieht es für uns gleich schlecht aus, wenn wir hier mit der Monorail fahren.
Und ihr seht die Monorail. Die fährt auch hier. Huch. I was waiting here on the train for my partner. He went to investigate what was going on, but he never came back. And now I don't know where he is. I don't know what the hell's going on. But I bet it has to do with those artifacts we were digging up at Site 2. I bet they're somehow connected with those things in the Delta Complex. Okay. Also er hat sich hier im Prinzip versteckt, sein Kollege wollte rausfinden, was los ist und kam nie wieder zurück. Und er hat auch gesagt, er hat von irgendwelchen Artefakten gehört und er denkt, alles was hier passiert hat, was mit diesen Artefakten zu tun. Und ja, es liegt wahrscheinlich an denen. Das heißt, es wird langsam immer mehr klar, was überhaupt hier passiert ist und was der Betrüger überhaupt gemacht hat hier in der ganzen Zeit. So wie es aussieht, wurden hier halt Artefakte gefunden von einer alten Alien-Zivilisation und die haben letztendlich hier diesen ganzen Scheiß beigeführt. Oh, ich höre da schon direkt. Ich glaube, jetzt kommt auch direkt schon so ein Kommando. Dann werden wir den gleich mal sehen, wie die aussehen. Oh ja, hier sehen wir sie. Und ihr habt gesehen... Oh. Kommt der jetzt? Ja, der kommt. Und ihr habt gesehen, der war riesengroß, der war größer als wir und der hatte einen Tentakel als Hand. Ich höre da immer noch einen. Ich hoffe, da kommt gleich nicht noch einer angerannt. Aber sieht nicht so aus, oder? Nee. Gucken wir aber auch mal hier, ob unten was ist. Ja, der hatte einen Tentakel an der Hand. Das Coole ist, die kann man ganz gut austricksen. Die sind zwar sauschnell und die sprinten immer auf einen zu und hauen einen dann mit dem Tentakel. Allerdings hauen die am Anfang immer in Brusthöhe und wenn man sich duckt, geht die erste Attacke von denen eigentlich immer daneben. Also man kann da echt gut ausweichen den Attacken von denen, indem man sich am Anfang duckt. Danach muss man die dann aber sofort töten, weil die haben auch einen Tritt. Die können mit dem Knie im Prinzip zuschlagen, zutreten. Die können einem krassen Knietritt geben und na, jetzt muss ich erstmal kurz kämpfen. Ne? Toll, schön daneben geballert alles. Ja, und dieser Knietritt, der macht sau viel Schaden. Von daher, wenn man ausweicht und sich duckt, müssen sie auf jeden Fall danach sterben. Und man kann die aber auch ziemlich gut zersägen. Also wenn man weiß, da kommt so ein Vieh auf einen zugerannt. Na. Oh. Ach, der kommt hier. Wenn man weiß, da kommt so ein Kommando auf einen zugerannt, dann kann man auch ganz schnell die... Kettensäge rausholen, sich unter dem ersten Schlag wegducken und die dann zersägen. Das geht. Allerdings in den meisten Fällen tauchen die so schnell auf, da hat man gar nicht die Chance dazu, das so schnell zu machen. Von daher werde ich wahrscheinlich auch in den meisten Fällen auf sowas verzichten. Oh, ich habe gerade meine Security Freigabe geupdatet. So, gehen wir erstmal hier in Sicherheit und gucken uns das PDA an. Gary Ross, keine Audiologs, aber zwei E-Mails, eine ganz kurze nur. Okay, das automatische Verteidigungssystem in den Delta Labs, am Eingang des Delta Labs, ist jetzt vollkommen einsatzbereit. Bei weiteren Fragen Delta Security anschreiben, anfragen. Und dann hier noch Airlock Request, er hat zuerst eine E-Mail geschrieben. Hier werden anscheinend an Ausgrabungsstätte 2 einige Tests am Lüftungssystem durchgeführt und die müssen irgendwelche Codes überschreiben und darum ist der Input-Code für dieses Luftsystem geupdatet auf 826. Das müssen wir uns merken, denn wir müssen dieses Lüftungssystem nutzen. Also da können wir schon mal uns merken. Er hat ja gesagt, ja, wie... angefordert wurde der Code für das Luftsystem auf 826 geändert.
bla bla bla. Und damit kann man irgendwelche Türen öffnen. Naja, das war's auch schon. Dafür war dieser dieses PDA eigentlich nur da, um an diesen Code zu kommen. Oh, da schießt was auf uns von da ganz hinten. So. Oh, der lebt ja noch. Okay. Trotzdem immer aufpassen, weil... Da höre ich was. Jo. Weil die sind sauschnell, wie ihr seht. Die rennen super schnell. Und wenn man da dann irgendwie eine schwache Waffe in der Hand hat, dann hat man echt ein Problem. Zum Glück habe ich gerade gehört, dass da einer von hinten kommt. Und ich höre noch mehr. Zum Glück sind hier so viele Explosivkisten, die helfen ein bisschen, aber jetzt habe ich echt nicht mehr viel mit der Minigun, viel Munition, darum muss ich gerade mal ein bisschen chilliger machen hier, was Munition verplempern angeht. Das hat den direkt gekillt. Kommt noch was von hier irgendwo? Ah, von da, okay. Selber von den Explosivkisten weggehen. Oh, direkt zwei. Nein, ich sag noch, selber von den Explosivkisten weggehen und dann renne ich rein. Super gemacht. Ja, müssen wir das Level starten, weil ich natürlich nirgendwo gespeichert habe. Das ist jetzt natürlich super. Das heißt, wir spielen jetzt das ganze Level nochmal. Ich überspringe das direkt hier. Aber wenigstens sollte es jetzt schnell gehen. Tja, das ist ein ganz schöner Fail. Nehmen wir hier alles mit, so. Ja, das ist ein ganz schöner Fail, muss ich zugeben, aber gut. Muss ja auch mal passieren. Wenigstens war es nicht so, dass mich die Gegner überrascht haben und sie waren viel zu stark für mich und ich kam nicht gegen die klar. Das ist nicht ganz so peinlich, als wenn man zufällig blöderweise neben so einer Explosivkiste steht. Oder vielleicht ist es besonders peinlich, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es super, um Zeit zu verplempern. Ich gehe mal schnell ins PDA. Ah, ich kann gerade nicht ins PDA. Ich wollte gerade sagen, gehe ich mal schnell rein, damit Pien nicht, damit das nicht unten links die ganze Zeit angezeigt wird. Jetzt können wir uns wenigstens mal hier angucken, wo wir überhaupt gerade überall lang gefahren sind. Das haben wir ja gerade gar nicht gesehen, weil wir dem einen NPC hier zugeguckt haben. Aber na gut, nicht so schlimm. Wir hatten ja zum Glück noch nicht so viel geschafft. Ich werde aber gleich, wenn ich da bin, auch mal kurz speichern, damit wir wenigstens diese nervige Fahrt hier nicht immer wieder machen müssen. Auch gehe ich gleich nicht nochmal nach da unten, da war eh nicht so mega tolles. Ich starte jetzt hier direkt durch. So. Jetzt werde ich hier den ersten direkt mal zersägen, wenn der kommt. Ah, da seht ihr's. Da hat er mich, oh, da hat er mich gekickt. Er muss also extrem schnell sein, wie ihr seht. Noch einer kommen, oder? Oh ne, erstmal nicht. Okay, gut. Aber alles nicht so schlimm. Wow, wo kommen die denn auf einmal her? Die kamen aber letztens nicht, oder? Oder bin ich jetzt gerade doof? Ne, an die kann ich mich nicht erinnern. Hm, komisch. Die haben wir irgendwie gerade übersprungen. Da dürfte gleich noch einer kommen, oder? Ja, oben ist einer, ich weiß. Ups. War da nicht noch einer letztens? Ups. Und wollte ich nicht speichern vor allem? Mach ich mal eben so. Gut. Hat geklappt einigermaßen. Ich glaube sogar, viel besser als gerade nicht, aber... Jetzt müsste eigentlich gleich wieder einer angerannt kommen, oder? Ich
Ich will mal einen zersägen wieder nochmal. Wieso kommt er jetzt nicht? Ist hier nicht letztens einer gekommen? Ja, irgendwie will er jetzt nicht. Na gut. Gut. Ah, jetzt ist er da. Das hat geklappt. Ja, klappt optimal gerade, ey. So muss das sein. Genau so und nicht anders. Jetzt kommen gleich wieder die Imps reingeportelt. So, jetzt kommen mal wieder welche von hinten. Der ist tot, da müsste noch einer sein, genau. Top. Top, die Wette gilt. Na, da hat doch optimal geklappt. Können wir da rein? Nö. Okay, gut. Gucken wir hier nochmal ganz schnell oben, ob hier oben was. Genau, hier war nämlich noch Munition. So. Sonst war hier nichts. Ja gut, wenn man weiß, wo die Gegner kommen, klappt das alles um einiges besser hier. Oben die Armor brauchen wir gar nicht. Wir gucken aber auch mal hier überall rein. Wir nehmen mal lieber was Dickes in der Hand, für falls jetzt doch wir schnell auf was Dickes wechseln müssen. Auf einen Mancubus wechseln. Hallo, wir dachten, achso, da muss man nicht ducken. Gut. So, dann müssen wir, glaube ich, hier hoch. Kommt da wieder was von hinten? Toll. Oh, ist sogar Explosivkisten. Wichser. Ups, falscher Knopf, falscher Knopf. Mist. Da habe ich mich gerade ver... Das ist noch was. Ach so, einer. Na, dann komm mal her. Seht ihr? Einfach ducken, dann geht der erste Schlag daneben und bevor er treten kann, hat man ihn dann zersägt. Man muss die natürlich schnell genug sehen. Das ist nicht oft der Fall. In den meisten Fällen stehen die nämlich hinter der Tür und warten da schon oder so. Aber manchmal kann man die so auch töten. Die zweite Version von... Oh. Die zweite Version von denen, auf die wir treffen werden, die sind ein bisschen böser. Da geht es nicht ganz so gut. Naja. Noch so einer. Das macht Spaß. Ja, das ist cool, oder, Leute? So sind die neuen Gegner gar nicht... Ach du Scheiße, die kommen jetzt... Echt jetzt? Das wird den Typen, den einen NPC, der hinten an der Monorail geblieben ist, glaube ich, überhaupt nicht freuen, oder? Wenn da jetzt auf einmal Spinnen bei ihm spawnen. Und wieso kommen jetzt überall irgendwelche scheiß Spinnen angerannt? Ich töte die lieber mal jetzt. Bevor die dann gleich, wenn ich in dem Raum bin und mich in Ruhe in dem Raum umgucke, dass hier alles voll ist oder die sogar noch von hinten kommen oder so. Von daher nehmen wir einfach mal kurz die Zeit. Schon echt fies, oder? Wenn man da in dem Raum ist und stellt euch mal vor, man ist ja im Raum und man liest gemütlich irgendwelche PDAs und dann kommt man aus dem PDA raus und auf einmal ist da alles voller Spinnen. Da kommen sogar echt noch mehr. Ich wollte gerade gehen, weil ich dachte, na, vielleicht habe ich alle erwischt. Warten wir mal noch mal kurz. Wir haben ja Zeit. Aber gut, das scheint zu sein. Sehr gut. So, dann können wir jetzt, glaube ich, mal hier wirklich uns in Ruhe umgucken. So, hier haben wir nichts weiter. Hier können wir... Ah, hier können wir Airlock Junction öffnen. Brauchen wir dafür nicht irgendeinen Code? Und hier für den Code hatten wir noch nicht, oder? Ne, ich glaube noch nicht. Dafür hatten wir noch keinen Code. Aber zumindest hierfür hatten wir einen. Was, scheiße, was war das jetzt nochmal? Ich glaube 8.
226, oder? Ja. Airlock Security Override enabled. Sehr gut. Können wir das auch hiermit öffnen? Wie war jetzt nochmal? 826? Ja, okay, gut. Achso, wir haben neuen PDA. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, geil. Hab ich überhaupt nicht mitgekriegt. Okay, wir haben also von EAP Director General haben wir was bekommen. Er hat eine E-Mail, Site 2 Closure. Ah, okay, also Ausgrabungsstätte 2, der Haupttunnel wurde versiegelt. Alle Türcodes werden woanders hin verfrachtet. Diese Ausgrabungsstätte ist jetzt geschlossen. Aha. Ah, hier, verbleibende Munition. Alle verbleibende Munition von Ausgrabungsstätte 2 wurde mit dem Code 142 weggeschlossen. Aha, das ist wahrscheinlich der Code, den wir gleich brauchen. Und dann noch hier, wir haben neue Artefakte von Ausgrabungsstätte 2 bekommen, ohne dass sie mit ausreichend Information geliefert worden sind, also irgendwelche Archivierungsdaten oder irgendwie sowas. Es ist sehr schwer, mit all diesen einzelnen Teilen umzugehen. Bitte schick uns so schnell es geht die Informationen für die Artefakte mit den und den Nummern. Aha, na gut, alles klar. Hören wir uns mal das EAP Policy Modification Site 2 an. This is the audio log of Charles Hollis, EAP Director, dated September 5th, 2145. In order to conserve current life support resources, effective October 1st, 2145, the Council has made a decision that all environment processors be brought offline in the general area of Site 2. Tomorrow, I will be sending out emails to all team leaders asking for an update on their asset relocation program to Site 3. We feel that we have unearthed enough useful material as it pertains to the project from Site 2, and choose to now devote resources in the exploration of Site 3. End log recording. Aha. Es geht also hauptsächlich hier darum, dass irgendwie Ausgrabungsstätte 2 geschlossen wird und dafür alle Ressourcen oder sowas in Ausgrabungsstätte 3 gesteckt werden oder sowas in der Art. Vielleicht habe ich es auch ein bisschen falsch verstanden, aber grob darum ging's. Wie war jetzt nochmal der Code? 142, oder? Ja, genau. Sehr gut. Raketen. Sehr schön. Falls jetzt hier was um eine Ecke steht? Nee, okay, gut. Was haben wir jetzt überhaupt damit geöffnet? Können wir jetzt hier irgendwo weiter eigentlich? Aha, wir haben irgendeinen Lüftungsschacht geöffnet, aber wo ist der? Das ist jetzt die große Frage, wa? Nehmen wir mal wieder was Dickes in der Hand. Ach, vielleicht, nee, da hinten ist nicht auf. Okay. Hier waren wir schon, ne? Das kann nicht sein. Da war überall zu. Achso, wartet mal, vielleicht können wir jetzt mit der Monorail weiterfahren. Darum geht's vielleicht, oder? Ich bin mir gerade echt nicht sicher, Leute. Hier scheint aber auch sonst keine Tür auf zu sein. Aha. Spinnen. Oh, das ist neu. Tja, das ist anscheinend der eine Typ, der auf uns in der Monorail gewartet hat. Ich habe ja gesagt, der wird nicht sehr froh sein, dass da gerade irgendwie Spinnen gespawnt sind. Aber wir können jetzt, glaube ich, weiterfahren, oder? Ja, genau, sehr gut. Ja, darum war das also da. Wir haben hier, das hier ist mit diesem Lüftungsschacht gemeint, mit diesem Lüftungssystem. Es war eigentlich das Lüftungssystem, um hier weiterfahren zu können. Und jetzt fahren wir in den Delta-Komplex, hoffentlich. Ja, oder auch nicht. Ja, das hat ja mal wieder optimalst geklappt. Ja, das war ja mal wieder cool. Irgendwie haben wir uns das schon gedacht, oder? Dass man nicht so schnell in den Delta-Komplex kommt, mal eben so. Natürlich hat wieder Betrüger auf irgendeiner Scheißsprache geredet und... Ah, da kommt unser nächstes Opfer. Sogar direkt mehr, wenn er kommt, mal her. Nur wo ist jetzt dieses Arschgesicht, was da oben lang gelaufen ist? Der kann jetzt natürlich auch von überall kommen. Wenn der jetzt überhaupt hier hinkommt, das ist jetzt natürlich die Frage. Naja, aber wie gesagt, wir haben uns schon irgendwie gedacht, dass wir... Nein, da sind Spinnen. Das ist so ein Spinnenloch.
gehen wir aber erstmal hier so gucken, dass wir nicht einfach so in den Delta-Komplex kommen, dass wir nicht einfach so ins nächste Level kommen. Natürlich ist wieder irgendwas kaputt gegangen und ja, toll. Gut, hat überhaupt nichts gebracht. Gut, Lebenspunkte hätten wir gekriegt und Munition gab es da auch nochmal. Aber gut, wir müssen anscheinend da weiter, wo die Spinnenlöcher waren. Und dann hole ich auch direkt mal diese Knarre raus. Die ist eigentlich immer ganz effektiv gegen die Spinnen. Jo. Was sag ich? Ich kann nur hoffen, dass... Jo. Immer wieder zurückziehen am besten. Das ist fies. Man geht hier langsam Schritt für Schritt vorwärts und immer wenn man auf ein neues Loch kommt, kommen dann auch in den Löchern, an denen man schon vorbei ist, auch wieder neue Spinnen. Das ist schon ein bisschen gemein. Stars! Und dann kommen da auch her. Ah, da ist er. Ich könnte mich jedes Mal wieder freuen, wenn ich so einen Typ zersäge. Stars. Gut, die sagen nicht wirklich Stars, aber irgendwie erinnern die mich immer so ein bisschen an Nemesis. Euch vielleicht auch. Es wird jetzt nicht jeder wissen, was das ist, aber vielleicht kannst du einer in den Kommentaren erklären. Dann kann ich direkt rausfinden, wer von euch es auch verstanden hat. Ist das nicht toll? Delta Labs. Ach ja, das ging ja schnell. Sind wir ja doch an den Delta Labs. Mensch. Ging ja besser als gedacht. Aha, aha, aha. Angeblich geht auch, geht hier in Doom 3 auch Monster in Fighting. Das war ja eine ganz große Sache in, in Doom 1 und 2. Da konnte man ja dafür sorgen, dass sich die Gegner gegenseitig angegriffen haben, wenn man die Attacken voneinander, also von den einzelnen Monster ineinander gelockt hat, sozusagen. Warning. Click to activate alarm system. Wow! Wichser! Und ihr seht's, die können sehr viel Schaden machen. Die können wir jetzt hier mit den Alarm einfach abstellen? Jo, dann sag mal. Das ist doch ganz gut eigentlich, oder? Na gut. Ich wollte gerade eigentlich irgendwas sagen, oder? Ich war gerade mitten am Labern. Genau, Monster in Fighting. Man konnte im Prinzip dafür sorgen, dass die Gegner sich gegenseitig angreifen. Und je nach Doom-Level konnte man sogar für riesengroße Infights sorgen. Also wirklich richtig große, dass die ganze Karte gegeneinander gekämpft hat. Hier in Doom 3 geht das prinzipiell auch. Die Sache ist, der Unterschied ist hier nur, hier sind so wenig Gegner in den Levels, dass die Chancen, dass es zu Monster in Fighting kommt, doch eher gering sind. Aber theoretisch kann man auch hier die Monster gegeneinander kämpfen lassen. Es gibt beispielsweise auf YouTube, da müsst ihr mal gucken, vielleicht verlinke ich euch das mal auch in die Videobeschreibung, gibt es einen Typen, der hat eine Map gebaut, das ist nur ein Raum und da lässt er immer zwei Monster gegeneinander antreten. Das ist wie so eine Art, ja, Monster One-on-One. Da sperrt er immer zwei Monster in diesen Raum ein und lässt sie dann gegeneinander kämpfen. Irgendwie sowas wie Zombie Security gegen normales Zombie oder Hell Knight gegen Kekko-Demon und sowas. Und da kann man sich dann angucken auf YouTube, ist ganz interessant eigentlich. Aber, ja, im Prinzip erkennt man ja auch einfach durch Spielen dieses Spiel im Prinzip, wie stark die Gegner sind, wie viel die aushalten, wie viel Schaden die machen. Von daher kann man sich in den meisten Fällen schon vorher denken, wer gewinnt. Aber egal, wir haben hier von Karl Cullen. Oh, das ist einer der Cullen-Familie, ist wahrscheinlich ein Vampir, ein Glitzervampir und der hat sehr viele E-Mails. Die werde ich mir mal in Ruhe durchlesen und sehen wir uns gleich wieder. So, sehr, sehr interessante E-Mails, muss ich sagen. Der hier hat wirklich mal einen interessanten PDA. Der Großteil ist da total unwichtig, aber hier erfahren wir viele coole neue Sachen. Erstmal darüber, dass ein neues automatisches Verteidigungssystem am Eingang von Delta installiert worden ist. Ich meine, das wissen wir ja bereits, davon haben wir schon mal gelesen. Einfach aufgrund
der Wichtigkeit dieses Delta-Labors und immer wieder neuen Sicherheitsüberschreitungen und Verletzungen wurde jetzt halt diese automatische Turret-Gun installiert. Dann hat dieser Typ, der Carl Cullen, hat eine E-Mail rumgeschickt, dass die Sicherheitscodes, um dieses Turret auszustellen, in seinem PDA gespeichert sind. Das haben wir ja gerade gefunden. Das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir auch dieses Turret Gun offline bzw. online schalten können. Außerdem hat der Mediziner hier der Delta-Labore gesagt, gerade wegen dieser neuen Turret Gun, wegen diesen automatischen Geschützes, findet er es wichtig, dass auch mehr Medizinvorräte vorhanden sind. Und so hat er seine medizinischen Vorräte in zwei Storage-Lockern eingeschlossen, beide mit dem Code 364, den haben wir jetzt also auch. Außerdem haben wir hier auch die E-Mail von Sam Harding, die haben wir gerade schon mal gelesen im Sam Hardings PDA, dass er halt irgendwas repariert hat. Und das hier ist sehr, sehr interessant von Matthew Gaser. Der hat gesagt, sie wollen eine Probe oder ein Testsubjekt nach Delta, ein großes Testsubjekt nach Delta bringen. Normalerweise würden sie die Monorail benutzen, aber sie müssen es irgendwie ins Phobos-Labor bringen. Hier, dieses Testsubjekt ist sediert, also sozusagen betäubt. Aber so wichtig wie es ist, soll auf jeden Fall das Team hier von Carl Cullen in kompletter Kampfmontur antreten. Das heißt, mit kompletter Kampfrüstung und Plasmaguns sollen die halt den Transport dieses Testsubjektes überwachen und aber nur tödliche Gewalt anwenden, wenn es wirklich äußerst notwendig ist. Denn er schreibt hier zum Beispiel auch, allein dieses Testsubjekt hier auf den Mars zu bringen durch den Teleporter hat 7 Männern das Leben gekostet und es wäre schade, wenn jetzt das Testsubjekt ebenfalls dadurch sterben würde. Also hier hören wir das allererste Mal, dass die Leute bereits ja irgendwelche außerirdischen Lebensformen vor diesem Unfall behandelt haben und mit denen Experimente durchgeführt haben oder die schon vor diesem Unfall schon auf die getroffen sind. Da hören wir jetzt das erste Mal von, und ich glaube, wir hören noch das erste Mal von einem Teleporter. Von daher ist das hier eine sehr, sehr wichtige E-Mail meiner Meinung nach. Aber egal, machen wir erstmal weiter. Wir haben jetzt hier neue Codes bekommen. Destroy him. Gucken wir mal, ach, nur so einer. Und hinter mir ist, glaube ich, auch einer, oder? Habe ich nicht auch gerade einen hinter mir gehört? Ja. Hätte ich mir doch gedacht. Ich habe nämlich gehört, dass da was hinter mir gespawnt ist. Aha. Ah, da oben. Ah, jetzt sind wir hier. Das heißt, wir treffen gleich wahrscheinlich wieder auf so einen Typen. Weil da haben wir heute gestartet. Und da ist einer vor uns hier oben langgelaufen. Mist, jetzt hat er mich getreten. Weil ich mich schon zu früh geduckt habe. Jetzt kommt echt einer von hinten. Jetzt gibt's ja nicht. So. Aber ihr seht, prinzipiell klappt das doch ganz gut eigentlich gegen diese Viecher. Sie schnell Warning. Zu machen. Automated turret guns online. Automated turret guns. Oh, die ballern gerade. Das ist natürlich sehr gut. Na, dann lassen wir es doch erstmal schießen. Soll die automated turret gun erstmal alles niederballern? Automated turret guns online. Die Frage ist, schießt das auch auf uns? Ja! Schießt's, okay. Gut. Das ist jetzt natürlich interessant. Warning. Automated turret guns online. Da rein? Natürlich nicht. Da müssen wir jetzt durch, oder was? Ach du Scheiße, können wir das nicht irgendwo anders ausstellen? Nicht so ausstellen. Dann müssen wir einfach damit leben, dass uns das jetzt gleich wieder ballert. Ich will es natürlich auch nicht noch nicht kaputt machen, denn ich glaube, das kann noch ein paar Viecher zerschießen. Renn. Gut. Warning. Automated turret guns online. Ist das da kaputt? So. Renn! Puh. Warning. Automated turret guns online. Ja, das ist schön, dass die automated... Aua. Okay, das geht schon mal nicht. Okay. Wir können also nicht einfach durchlaufen. Guns online. Dann müssen wir es vielleicht echt kaputt ballern. Aber eigentlich habe ich da keinen Bock drauf. Ich will das eigentlich behalten. Nein, ist noch gar nicht Warning. Kaputt. Hat sich Automated angehört. Turret guns online.
Hallo? Können wir das nicht zerschießen? Ich weiß gerade echt nicht, wie das hier nochmal ging. Guns online. Ach, wir können da rein. Das erklärt einiges. Oh Mann, ey. Aber jetzt spawnen hier zum Glück Viecher und die werden jetzt erstmal zerballert. Von den Automated Turret Guns. Warning. Okay. Automated Turret Guns online. Also, so geht's. Jetzt haben wir draus gefunden. Gut. Das war echt ein bisschen dämlich von mir. Muss ich zugeben. Warning. Automated Turret Guns online. Ich glaube, wir machen die jetzt gleich, wenn hier alles fertig gespawnt ist, machen wir die auch mal aus, weil irgendwie geht mir das auf den Sack. Oh, guckt mal. Hier sind die Storage Lockers, dann können wir die schon mal aufmachen. Der Code war 364. Warning. Automated Turret Guns online. 364, sehr gut. Oh ja. Weil es sah jetzt irgendwie nicht so Medical Supply mäßig aus. Naja. 364. Ah ja, das sieht schon besser aus. So. Warning. Automated Turret Guns online. Automated Turret Guns online. So, jetzt hat das, glaube ich, alles kaputt geballert. Jetzt können wir das hier ausmachen. Attention. Automated Turret Guns offline. Das ist ja, die labert aber auch laut, die Alte. Und wir können es übrigens auch wieder anmachen einfach. Einfach dadurch, dass wir diesen einen PDA haben. So. Genau. Jetzt können wir hier auch alles in Ruhe erforschen. Sehr gut. So war das also geplant. Ich hatte da die kaputte Scheibe nicht gesehen. Aber man kann ja auch nicht alles wissen. Wir haben es ja doch schon relativ schnell rausgefunden. Naja. Click to open bay door. Open bay door. Und ich glaube, jetzt ist das Level auch zu Ende. Ja, wir haben es geschafft. Das war Monorail. Als nächstes kommt Delta Labs 1. Endlich sind wir in den Delta Labs angekommen. Ich sage jetzt aber erstmal Tschüss und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao, Leute.